Hallo und herzlich zur Sendung. Zur Sendung und wie die jetzt gleich ablaufen wird, werde ich euch gleich zeigen. Aber am Anfang begrüße ich euch total recht herzlich. Meiner einer ist ein grauer Jedi, der die Macht hat, um eine Sendung auf den Weg zu bringen. Ich werde mich bei diversen Künstlern gleich bedanken und die schon 2015, 2016 hier schon so leicht involviert waren, die jetzt im Jahre 2017, 2018, 2019 aufgerufen werden, vielleicht an dieser Sendung mitzumachen. Jeder Einzelne, der gleich hier seine Laudatio bekommt, ist natürlich aufgefordert, wie alle anderen auch. Denn diese Sendung ist 100% Star Wars Fans, bei Facebook gegründet und alle, die wirklich Star Wars mögen und wirklich Fans sind. Das ist eine Fansendung von Fans für Fans und soll auch so gestaltet werden. Die startet jetzt nach der Convention Orlando. Die Convention Orlando hat uns eine Menge gezeigt, aber nicht viel im Inhalt. 2016 in London, die war natürlich grandios. Da war Rogue One angesagt, da war alles neu. Jetzt mittlerweile ist Ruhe. Sogar 2018 wird keine Convention stattfinden. Aber im Jahre 2019 werden dann abgerundet. 2019 kann dann über Han Solo gesprochen werden, der ja dann da war als neues Spin-off. Und natürlich über E8 und natürlich E9 kommen die dann mit einem neuen Trailer, weil die jetzt im Juni, Juli erst die anfangen dort zu drehen. So, Rogue One ist natürlich abgedreht. Rogue One war im Kino. Rogue One kann jetzt bald nach dieser Convention in Händen gehalten werden. Einige haben sie also auch schon in Händen gehalten. Nur wir jetzt hier nicht, und das ist eine deutsche Sendung für Deutschsprachen, in dem deutschsprachigen Raum. Auch die Österreicher sind recht herzlich willkommen, auch die Schweizer, die uns gut verstehen, und alle anderen, auch in Amerika, Frankreich, auf der ganzen Welt, die uns verstehen, denn das ist die deutsche Sendung, The Star Wars Show Deutsch. Die Star Wars Show Deutsch von 100% Fans, für 100% Fans gestaltet, hergestellt, ins Leben gerufen und auf den Weg gebracht. Hier darf alle, also alle von A bis Z, alle, die Episode 1, 2, 3 mögen, alle, die 4, 5, 6, 7, 8, 9, so diese, das ganze Companion des Films mögen, dann die anderen, die The Rebels, das neue, auch Lego, Rebels, Lego und auch die neue Miniserie, die jetzt bei YouTube startet, über die Ladies. Ich sagte schon einmal, dass Star Wars scheint weiblich zu werden und mittlerweile habe ich damit recht. Star Wars wird weiblich. Auch Ahsoka kommt wieder, die hier schon fröhlich hinkt. Meiner einer sammelt nur 6 Inch, also 3,75, 6 Inch, 12 Inch. Verdeutschen wir das Ganze mal. Ab 6 cm, 10 cm bis 1,20 m bis 1:1. Die Figuren werdet ihr gleich in der Sendung sehen. Und mit der Sendung fange ich jetzt an. Also wie gesagt, Ahsoka lebt. Ahsoka wird kommen. Ahsoka bekommt auch eine eigene kleine Miniserie wie alle anderen auch. Was mir wirklich auf der Seele brennt, ist natürlich, dass Amidala leider nicht so, man könnte ja auch mal Frieden schließen und man könnte auch Amidala, ne? Leia kommt, ist klar, die Figuren kommen, das sind so Art Barbie-Puppen, auch in der Größe wie Barbie-Puppen, auch ziemlich größer dimensioniert werden erscheinen. Also die Sendung startet jetzt, funkelnagelneu, und ich lasse mir vieles einfallen. Ihr seid Star Wars, ihr seid 100% Star Wars Fans und für euch ist es und von euch ist es. Ich würde mich ziemlich viel freuen als grauer Jedi, wenn ihr mich besuchen kommt, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Ja, auch die Cosplayer. Egal, wir kriegen das schon hin. Fragt und es wird geantwortet werden. Und wir werden sicherlich nicht nur über Figuren sprechen, wir werden nicht nur über die Filme sprechen, wir werden über alles sprechen. Star Wars, Krieg der Sterne, Star Wars allgemein, von A bis Z. Man kann analysieren, man kann genau unter die Lupe nehmen, vor allen Dingen Trailer 8, Episode 8. Meine lieben Freunde, achtet bitte drauf, lasst euch da nicht beirren, schaut euch die Bilder in Ruhe an, wirklich, ja, richtig, da kommen
AT-ATs der ersten Ordnung, die auch schon ein bisschen anders aussehen, die dann von anderen Raumschiffen bzw. Fightern angegriffen werden. Dass da einer mit dem Fighter nicht so richtig klarkommt, werdet ihr auch sehen, warum er nicht damit so richtig klarkommt. Aber es wird jemand sein, den ihr gut kennt. So, ja, mehr wollte ich jetzt nicht gesagt haben, weil hier gibt es Informationen. Wir werden Informationen, es wird eine Informationssendung werden. Und das Wort Spin oder das Wort Spam gibt es nicht. Ja, es gibt keinen Spam, das ist totaler Quatsch. Wer Star Wars mag, wer mit Star Wars sich identifiziert, möchte ja auch informiert werden. Er möchte informiert werden. Lohnt sich so eine Figur? Soll ich mir so eine anschaffen? Soll ich mich für Star Wars interessieren? Ja oder nein? Das ist so meiner einer als grauer Jedi, der das gerne möchte. Die Kluft habe ich jetzt noch nicht an. Kommt alles noch, weil es die Vorbereitung für die Sendung. Es ist nämlich ein riesen Dankeschön an diverse, die da nämlich schon im Vorfeld mitgeholfen haben, diese Sendung entstehen zu lassen. So, und jetzt sage ich, meine lieben Freunde, Sendung ab! Willkommen zur Show. Total und recht herzlich willkommen zur Show. Star Wars Show. Ha! Erwischt. Ja, total recht herzlich. Okay, wie gesagt, 2016 hat die Convention einen überzeugt. Ich begrüße euch total recht herzlich. Ich begrüße alle, die ein gewisses Alter haben und sich nicht scheuen, jung zu sein. Ja, mit 50, 60, 70, 80 ist man mit Star Wars einfach nur jung. Man ist einfach nur jung. Da sind wir auch schon bei der Sendung. Ich möchte mich total recht herzlich bedanken bei Zink Thorsten. Denn Zink Thorsten hat es mir ermöglicht, dass ich das von 1999 wieder zusammenbekommen habe. Total recht herzlichen Dank an Zink Thorsten, der mir das, wie gesagt, ermöglicht hat. Ich bedanke mich natürlich auch total und recht herzlich bei Walt Disney, dass auch ich dort diesen hier, genannt Yoda, ersteigern konnte bzw. besorgen konnte, weil so einfach ist es nicht mehr. Ihr wisst, der Preis dieser Figur ist so immens. Yoda! Oh, get that one! I want to be a Jedi! Muss natürlich hier aufpassen, weil Sensoren dort eingebaut sind. Yoda hat nämlich die Eigenschaft, meistens von der Theke zu hüpfen. Yoda! I want to be a Jedi! A Jedi! I want to be jealous. Seht ihr ihn? Ihr seht ihn, wie er loslegt. Also wie gesagt, seine Hand funkelt. Sein Laserschwert geht an. Und durch diese Kommandos legt er los. Und es könnte sein, ich mache aus Sicherheitsgründen wieder zu, ich versuche ihn, Jedi, I want to be the Jedi. Ich versuche ihn in eine andere Position zu bekommen, damit er dann im Regal besser ist. In der Position. Ja, ich lasse ihn jetzt halt mal in der Position. Ich mache aus Sicherheitsgründen eben aus. So, wie gesagt, es geht
in dieser Sendung, die jetzt ab sofort anläuft für 100% Star Wars Fans, nicht nur um Figuren, um die Geschichten, um Episode 1 bis 3, dann die Episode 4 bis 6 und dann die Episode 7 bis 9. Nein, hier werden alle geehrt, vor allen Dingen jetzt erstmal Zing Thorsten, der dieses ermöglicht hat, der den Sinn der Sendung eröffnete, also durch Zing Thorsten und durch Amerika. Die Sachen sind aus Amerika gekommen und von der Firma Walt Disney. Walt Disney ist klar, es geht nicht um Preise, es geht nicht um Verkauf. Da stoße ich nämlich gleich auch hinzu und werde davon berichten und sagen, worum es an sich geht. Also alle, die 100% Star Wars Fans sind, ihr Alter haben, vor allen Dingen, diese Sendung ist für die, die 1977 mit 16, 17, 18 Walt Disney Name, George Lucas, richtig, auch vorher seine ersten Filme, ja, American Graffiti, und dann durch American Graffiti in den George Lucas Film gegangen, Krieg der Sterne. In Deutsch war das so, Krieg der Sterne, bleiben wir mal so, es war so. So, die Figuren sind klar, die haben wir ja auch gefeiert. Amerika analysiert gerade Jedi-Konzil. Das sind sehr, sehr junge Leute, die da philosophieren, die alles auseinandernehmen. Aber wenn man von der ersten Sekunde dabei war, wenn man selber als Darth Vader an der Lichtburg und für Karstadt AG, für Kaufhäuser, für Warengruppen, für Spielwaren, Fachfirmen unterwegs war, 1977, 79, 83 und so weiter, sah die Welt natürlich komplett anders aus. Und diesen sogenannten Hype, den alle meinen, den gab es gar nicht. Also jedenfalls damals nicht. So, als Dankeschön habe ich damals diesen Filmschnipsel bekommen. Als Dankeschön diesen Filmschnipsel. Ich habe die Nummer 4296 bekommen. Und wer darauf achtet, also wer so einen Filmschnipsel damals bekommen hat, sollte einer noch dabei sein oder sollte einer diese Sendung sehen, die damals auch bei der Promotion-Firma waren, die für Star Wars Promotion gemacht haben, in Iserlohn, im Sauerlandkreis, in Dortmund und hier Stadt Essen, Kulturhauptstadt, jetzt die Grüne Hauptstadt. So, damals, 1977, bekamen wir, wie gesagt, diesen Filmschnipsel als Dankeschön von George Lucas. Nicht persönlich. Er hat auch nicht unterschrieben. Ich hab das auch nie mitgenommen, weil das liegt an sich immer in einem gewissen Safe, weil das ist meine Erinnerung. Aber egal, es geht ja darum, wer jetzt diese Figur hier sieht, diese hier, wie Darth Vader damals gezeichnet wurde, kommt nämlich jetzt durch Sideshow, durch Convention, durch Celebration, Star Wars, durch die Firma Sideshow und Hot Toys genau so wieder raus. Ein Deutscher hat zufälligerweise diese Figur, die leider $498 kostet im Einkauf. $498 im Einkauf kostet, könnt ihr euch vorstellen, um die 920 Euro im Handel. Kommt drauf an, wer die wo irgendwie bekommt. Also im Moment wurde sie mit über 400 Euro im Einkauf von Sideshow selbst, also immer bei Sideshow, die einkauft, um die 479 Euro, Dollar, Entschuldigung. Also jeweils ist da Darth Vader nicht so zu sehen, sondern so zu sehen, wie 1977 Darth Vader an sich ausgedacht worden war. Ziemlich schmal. Ich komme mal rum. Also, ziemlich schmal. Und den gibt es jetzt. So, das ist die Original-Filmausschnitt. Ich hoffe, man kann es sehen. Obi-Wan Kenobi und Darth Vader waren da am Kämpfen. So. Das war natürlich ein Highlight, das bekommen zu haben. Das wird auch in Ehren gehalten, das gute Stück, diesen Filmschnipsel. Wie viel es genau gibt, müsste ich gucken. Jeder fragt ja immer. Es gibt verschiedene, einmal Luke Skywalker Edition, Darth Vader Edition, Prinzessin Leia Edition, Ben Kenobi Edition, Han Solo Edition, Chewbacca Edition, ja. Dann Creature Edition, Galactic Empire Edition, Stormtrooper Edition, Rebel
Allianz Edition, C-3PO Edition und 3DPO, also R2D2 Edition, also seine. Ich habe leider, also wie gesagt, ich bin ja froh, dass ich überhaupt etwas davon bekommen habe, denn so krassiert, also so ist es an sich nicht. Es steht auch hier alles hier ne? Und so weiter. War eine schöne Geschichte. So, jetzt wollen wir uns noch bei jemandem bedanken, und zwar beim Rupert Schneider. Rupert Schneider ist Artkünstler und hat sich das Thema DAS bzw. Star Wars. Ich habe mir erlaubt, mal einen auszudrucken. Also Rupert Schneider macht Bilder, ist ein Artkünstler, und wenn ihr mal genau schaut, hat er das auch wunderbar gemacht. Das hat er sich selbst ausgedacht. Daraus hat er eine neue Sache gemacht, die er letztens schon vorgestellt hat. Und natürlich Ray als Sammlerin von Altwaren. Ja, das ist so Artkunst, die ich mir erlaubt habe, mal auszudrucken für diese Sendung. Denn hier werden Künstler vorgestellt. In dieser Sendung werden die Künstler vorgestellt, die sich damit identifizieren und auch neue eigene Wege gehen. Zum Beispiel Mandy Jankowski-Schmidt. Mandy Jankowski-Schmidt hat ein Buch geschrieben. Ich habe die Seiten jetzt nicht gezählt, es sind doch eine Menge. Und ein sehr interessantes Buch, und zwar Der Rote Lord. Der Rote Lord, sie hat das Buch geschrieben, Mandy Jankowski-Schmidt, Der Rote Lord. Das sind natürlich jetzt so Erinnerungen an das Jahr 2016. Die Erinnerung an das Jahr 2016, auch Rogue One und das alles, hat natürlich Mandy Jankowski-Schmidt, war wunderbar, waren wir wunderbar mit Stefan Karl Weinsbach. Stefan Karl Weinsbach ist ein Old Republikaner. Er lebt in München und liebt Old Republic. Er ist Nihilist, er hat auch das Kostüm sich besorgt, Nihilist. Zuerst war er Kylo Ren, er ist ein Cosplayer. So, also ich begrüße alle nochmal von hinten angefangen. Mandy Jankowski-Schmidt, Stefan Karl Weinsbach, Zink Thorsten, der das überhaupt ermöglicht hat. Dann der Rupert Schneider, der die wunderbaren Bilder macht. Und natürlich Fanwerk, der Phil Deirichs. Phil Deirichs. Phil Deirichs hat Fanwerk. Fanwerk analysiert, macht so was ähnliches wie die beiden da jetzt. Die Jedi-Konzil. Jedi-Konzil sind junge Leute, die darüber sprechen, natürlich Amerikaner. Amerikaner haben auch ganz andere Sachen. Und da möchte ich mich auch bei einem bedanken, der diese Sachen auf den Weg gebracht hat. Auch ein Künstler. Auch ein Künstler, der solche Bilder auf den Weg bringt. Das sind alles Unikate, die es nur hier gibt. Die sind also nicht veröffentlicht. Die sind nur hier und auch nur für diese Sendung hergestellt und auch nur für diese Sendung zur Verfügung gestellt. Dass die Preise sind heiß, das ist klar. Darüber reden wir nicht. Wir reden nicht über Preise, denn wir sind 100% Star Wars Fans. So, als Star Wars Fan ist klar, hat natürlich auch, wohin damit? Damit er nicht kaputt geht? Genau. So, die Sendung wird sich entwickeln. Der große Aufruf an Phil Deirichs, Fanwerk, Rupert Schneider, Zink Thorsten, Stefan Karl Weinsbach, Mandy Jankowski-Schmidt und natürlich alle anderen. Wir wollen eine Deutsche. Wir wollen zurück nach 1977. Deutsch. Krieg der Sterne, wieder anfangen. Jeder fragt sich, kann der was? Ja, der kann was. Wenn ich den Schalter finde. Ja, da ist er. 3PO! Ja, dann fängt er an zu piepen. Genau. 3PO, Control. So, er ist jetzt im Kontrollmodus, wenn da irgendwas passiert, fängt er an, böse zu werden. Er fährt hinter einem her, man kann ihn also auch adaptieren lassen hier. Er hat Einheiten, er bringt euch das Getränk. Es gibt ihn natürlich eine noch besseren Version. Da ist ein Beamer eingebaut, Kühlschrank eingebaut, kostet aber dann mal eben 9000 Euro. Dollar, genau, 9000 Dollar käme er dann. So, jetzt machen wir wieder aus. 3DPO. 3DPO.
Er hat jetzt keine. Okay, wie gesagt, man muss auch aufpassen bei diesen Artikeln zum Beispiel, dass die Batterien voll sind, sonst können die, also fangen die an, ein Eigenleben zu kreieren. Und diese Herrschaften hier zum Beispiel funktionieren alle auf Sensoren. Wenn man hier vorne ist ein Sensor eingebaut, hier ist ein Sensor eingebaut, hier vorne sind Sensoren eingebaut. Und sobald man sich bewegt, fangen auch die an. Die Mütter und die Väter sind natürlich dann nicht so begeistert, wenn das jugendliche Kinder vor allen Dingen ab 4 Jahre aufwärts in ihrem Kinderzimmer beziehungsweise wenn sie in den Nähen der Eltern damit spielen würden. So aus dem Alter des Spielens sind wir raus. Wir sind zwar Schauspieler, ausgebildete Schauspieler, wir müssen zwar in Rollen schlüpfen, so wie ich es hier auch mache. Ich habe mir noch keinen Namen zukommen lassen, bin auch noch nicht im grauen Kostüm. Ich bin noch nicht im grauen Kostüm, aber ich möchte da, wie gesagt, ein grauer Jedi Master werden und diese Sendung moderieren oder moderieren lassen. Da sind wir auch schon fast beim Schluss. Ihr alle seid aufgefordert, nicht nur Sing Thorsten, Rupert Schneider, Funwerk, Phil Deirichs, Stefan Karl Weinzweiger, Mandy Jankowski-Schmidt und die alle anderen. Ich habe jetzt hier nicht alle vor mir liegen, denn es sind über 800 Fans mittlerweile, die 100% Fans sind. Und sobald man irgendwas einbringt, wird auch darüber sofort gesprochen. So wie Jedi Konzil in Amerika zum Beispiel. So, was haben wir denn noch anzubieten? Wir haben eine Menge anzubieten. Und dazu gibt es ja auch, wie gesagt, eine Möglichkeit, um daraus was zu machen. Denn wir haben ja alles da. Ich werde das jetzt machen. Ich komme gleich wieder. So, wir haben natürlich auch Möglichkeiten einer sogenannten Kulisse. So, jetzt ist, seht ihr, ne, es ist alles machbar. Wir haben in dieser Show Green Room, Blue Room. Wir haben Pro und Contra. Wir haben Figuren. Wir haben das ganze Universum. Das komplette Universum. Wir können uns wirklich über Star Wars unterhalten. Ja, wir haben Autoren. Wir haben Filmkünstler. Wir haben die bildende Kunst. Wir haben Künstler aller Sparten. Wir haben Fans aus aller Welt. Ja? Wir möchten aber nicht unbedingt auf Amerika abfahren. Ich nehme das jetzt auch mal wieder weg. Wir möchten natürlich eine eigene Geschichte aufziehen. Die 100% Fans. Wir haben jetzt 10 Jahre Zeit. Denn diese Sendung soll 50 Jahre Star Wars enden. Also wenn wir 50 Jahre Star Wars und wir sind alle dabei, wir haben uns 10 Jahre irgendwie getroffen, gesehen, unterhalten, diese Show nach vorne, wir haben Figuren eingekauft, verkauft, weil Ankauf, Verkauf geht hier auch in der Show. Hier können Sachen hergestellt, vervielfältigt, sie können aber auch als solche Objekte, wenn man sie unbedingt verkaufen möchte, statt bei eBay, statt bei Amazon, hier in dieser Sendung machen. Ja, man kommt also mit seinen Exponaten und wir unterhalten uns dann vor laufender Kamera über diese Exponate und dann schauen wir mal, wer Interesse hat, diese Figuren dann kaufen zu wollen. Oder aber für die Sendung werden diese Figuren dann aufgekauft und die werden dann natürlich so wie durch Zink Thorsten dann zum Leben erweckt. Nochmal Krach machen hier. Danke nochmal an Sing Thorsten, dass das ermöglicht wurde. Also wie gesagt, 10 Jahre haben wir Zeit. Wir können jetzt uns auf alles, wir können ja auch die, wir sind, also wer mitmachen möchte, wer zur Gilde der grauen Jedis, zu der Macht überhaupt, die Macht verteilen, die an der Macht teilhaben, die Macht verbreiten, die Macht auferstehen lassen oder niedergehen lassen, also an die 100% Star Wars Fans ist diese Sendung gewidmet, allen Künstlern, die schreiben, animieren und genießen, vor allen Dingen genießen. So, natürlich werden wir nicht das große Glück haben, mit Mark Hamill sprechen zu können oder mit diversen anderen. Das wird nicht klappen, weil das würde auch den Rahmen sprengen, weil diese Sendung soll eine deutsche Version sein. The Star Wars Show gibt es ja nochmal in Orlando.
und die Skywalker Ranch gibt es. Aber hier gibt es halt Krieg der Sterne. Krieg der Sterne in Deutsch, die deutsche Star Wars Geschichte. Und die deutschen Star Wars Fans von der ersten Stunde von 1977 an, die jetzt 40 Jahre gefeiert haben, innerlich, denn richtig gefeiert wird erst im Mai, wie, ne, Force Be You und so weiter, also da geht es richtig zur Sache. Und von Kleins Anhängern hier, na, die es ja auch mittlerweile gibt, es gibt ja alles von Star Wars. In dieser Sendung soll also kein Kitsch angeboten werden, also keine Börse, keine Tasse und so weiter. Natürlich tragen wir dann T-Shirts, gehobene Ware, wir stellen auch gehobene Ware da. Und alle Künstler bzw. alle die Cosplayer, vor allen Dingen für alle Cosplayer, die sowas herstellen können oder sich damit identifizieren oder dieses tragen, selber tragen. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch hier solche Star Wars Sachen für draußen. Es gibt auch einen Star Wars Mantel, wo man nicht sofort erkennt, dass das zum Thema Star Wars gehört. Und das sind natürlich auch schöne Sachen, die wir dann in der nächsten oder übernächsten Sendung auch vorstellen werden. Wie oft diese Sendung stattfinden wird, ist jetzt noch nicht, weil das ist der Startschuss. Wir haben Ostern gefeiert, wir haben die Convention, wir sind gerade aus Orlando zurück, alle Mann. Wir haben den Livestreaming gehabt, wir haben die Sachen gesehen, wir haben viele, viele Sachen gesehen, aber das Problem ist ja, an die Ware heranzukommen. Weil eben die Ware kaufen in Amerika geht nämlich leider nicht, weil der Zoll und das, diese Abwicklung. Also müssen wir mal schauen, wie wir an diese ganzen Figuren kommen. Wir sind natürlich nochmal stolz, dass hier Yoda, Walt Disney oder R2-D2 von Walt Disney und vor allen Dingen diese Sachen hier aus dem Jahre 1999 gekommen sind. Die Ware aus dem Jahre 1977 an die Uhr rankommen, glaubt wohl kaum. Meistens kommen wir an die Ware ran von 1995, irgendwie produziert, auf den Weg gebracht, aber Ware von der Firma Kenner im Original von 1977, ob wir da nochmal herankommen werden, glaub wohl nicht. Meiner einer hatte Zeit ab 1999 zum Abschied der Serie 1, 2 und 3 an die Exponate so nach und nach zu kommen, weil in den ersten Jahren 1977 bis 2007 beruflich involviert und nach der 30. dann verabschiedet, an sich gar kein Interesse mehr. So, man war 30 Jahre dabei, man hatte diese Figuren damals schon in der Hand und heute hat man sie wieder. Und aus Nostalgiegründen zurückzugehen ins Jahr 1977 und diese Sachen zu suchen, die Preise, also noch einmal, es gibt auch welche, die sich Fan nennen, sind aber keine Fans, in Wirklichkeit sind es Firmen, die halt das nur verkaufen wollen und so tun, als ob sie Fans wären. Ja, also man muss da schon aufpassen. Viele behaupten halt, ich bin Fan, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das geht gar nicht, weil diese Produktlinie nur mal George Lucas und George Lucas war und ist heute noch diesbezüglich da gnadenlos gewesen. Und Walt Disney ist noch gnadenloser. Walt Disney will einfach nicht, dass andere da irgendwas mitmachen. Und wie gesagt, das hier ist eine Fangeschichte. Wir sind 100% Fans, richtige, echte, waschechte Fans, auch Cosplayer, die die Sendung hier auf den Weg bringen. So, es wird natürlich alles nochmal umgebaut, es ist eine Mordsarbeit, alles umzugestalten, aber es wird nach und nach stattfinden. So, die realen Kunden, die durch Zufall diesen Videoclip gesehen haben, mögen und die realen Kunden, die hier reinkommen und immer fragen, wow, sind Sie ein Fan? Ab sofort, ja, bin sogar ein großer Fan, ich bin der graue Jedi und gehöre halt zur Old Republic, EU, Universe, einfach von A bis Z. Ich mache da jetzt keinen Hehl raus, A bis Z. Mich interessiert Star Wars, so wie es ist. So wie die Geschichten erzählt werden, wie die Geschichten erfunden werden, so wie Mandy Jacob Schmidt den Roten Lord erfunden hat und ihn zu Papier gebracht hat. Dann halt die neuen Figuren, die da auf den Weg gekommen sind. Pass mal. Übrigens, ich habe mir vorhin den Clip genauer angeschaut. Episode 8, es ist sie.
Generali, die da um die Ecke kommen und keine Ritter von Rehn. Es sind Stormtrooper, ja, also Erste Ordnung. Die Erste Ordnung mit ihr in der Anführung, sie kommt da. Das ist kein anderer. Also die Old Republic, meine lieben Freunde, die sind noch nicht da. Die werden noch hineingesponnen von Fans, also sind Fakes. Die Wahrheit erfahrt ihr hier in dieser Sendung. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Rupert Schneider, der diese wunderbaren Art-Sachen herstellt. Dann bei Mandy Jankowski-Schmidt, die wunderbare Bücher schreibt. Und dann natürlich bei Stefan Karl Weinsbach, der ein Cosplayer ist. Ein Cosplayer der ersten Stunde. So, und diverse an, also an alle. Ich bedanke mich bei allen. 100% Star Wars Fans bei Facebook. Alle. Um die 800. Ich würde mich freuen, wenn es nochmal doppelt so viel werden würde. Aber so einfach ist es nicht. Ich bin genügsam. Ich bin ein grauer Jedi. Und graue Jedis sind genügsam, weil sie wissen, mit der Macht umzugehen. Also, ich verabschiede mich jetzt nochmal mit dem lauten Getöse. Und wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Sendung, die dann nicht spontan, sondern wirklich entwickelt. Also diese Sendung wird jetzt entwickelt, nach und nach, nicht so spontan wie jetzt. Und ja, seid einfach mal Star Wars Fans und habt viel Spaß. Licht. Dunkelheit. Das Gleichgewicht. Es ist so viel mehr als das. Ich kenne nur eine Wahrheit.